das Ziel ist einfach Olympia. Die Gedanken drehen sich nur um Olympia. Eine WM ist ein Höhepunkt, aber es ist nur ein Baustein, um zu Olympia zu kommen. Natürlich will ich dabei sein, aber ich weiß, dass davor erst einmal meine richtige Form zurückkehren muss nach den Verletzungen, dass das Ziel auch realistisch ist, weil ich mir natürlich davor erst qualifizieren muss. Und ich weiß, wenn ich halt weiter trainiere, ist das möglich. Ja, ich bin hergekommen, um mehr zu gewinnen, mehr Kämpfe zu gewinnen, weiter nach vorn zu kommen und um die Medaillen mitzukämpfen bestenfalls. Dass ich jetzt einen Kampf gewinnen konnte, in die zweite Runde gekommen bin, ist gut, ist in Ordnung. Ein paar Punkte für die Olympia-Quali sind, von dem her passt das gut. Um dabei zu sein, brauche ich noch ein paar Platzierungen, Top 7 Platzierungen oder besser wäre es Medaillen. Wird hart, aber ich werde mein Bestes tun. Schauen wir dann nächstes Jahr im Mai, steht es dann fest, wer dabei ist. Ich habe schon zwei WM-Medaillen, keine olympische Medaille. Auch wenn das ein riesengroßer Traum ist und immer schon eine Vision war in meinen Kindheitsschuhen auf der Judo-Matten. Und ja, ich will versuchen, den Traum zur vierten Qualifikation für Olympische Spiele zu verwirklichen. Ja, ich fühle mich immer noch fit genug und geistig frisch, das ganz durchzuziehen bis 2020.